Ja, wir beginnen wieder mit einer Kurznachricht zu Corona. Die FDP fordert wohl einen Untersuchungsausschuss, weil auch an sie, aus Sicht des Professors Hendrik Streeck der Lockdown vermutlich unnötig war. Ja, nachdem wir also am 25.02. zum ersten Mal gesagt haben, dass wahrscheinlich mit dieser ganzen Corona-Killer-Virus-Theorie etwas Grundsätzliches nicht stimmt, dass es keine Hinweise dafür gibt, dass das stimmen dürfte, kommt jetzt die erste Forderung nach einem Untersuchungsausschuss wegen der Unnötigkeit des Lockdowns. Ja, hätten wir am 25.02. hätte man auf uns hören müssen, auf die nextscientistforfuture.de. Ja, dazu passt jetzt natürlich auch wieder unser heutiges Tagesbild. Ja, gut, dann fangen wir doch mal damit an, was, wieso sind all diese Leute für uns alle gefährlich? Wir leben in Wirklichkeit, leben wir in einem abergläubischen Zeitalter. Die Masse der Menschen ignoriert die Naturwissenschaft und pflegt ihren Aberglauben weiter, und ich widme mich aber nur dem gefährlichsten aller Aberglauben. Na? Meine Erfahrung ist, also nur um das ganz noch kurz nochmal zu sagen, dass alles außerhalb der Naturwissenschaften unter dem dringenden Verdacht steht, Pseudowissenschaft zu sein, wertlos, nutzlos, gefährlich, gefährliche Pseudowissenschaft zu sein, Aberglaube ist. Und nur die knallharte Naturwissenschaft uns Wahrheit, Glück, Gesundheit, Langlebigkeit und Wirtschaftswunder bringen kann. Und das sofort angesichts von Corona. Ne? Also unsere Grundaussage ist, wir könnten jetzt ein riesiges Wirtschaftswunder nach Corona dringend gebrauchen, und die nextscientistforfuture.de könnten das morgen schon beginnen, hätten es schon die ganze Zeit beginnen können, aber können es morgen beginnen, es herzustellen. Aber wir leben halt im abergläubischen Zeitalter, und alles ist irrational, antinaturwissenschaftlich. Und alle Leute glauben das Gegenteil von Naturwissenschaft und hängen an ihrem Aberglauben fest. Schauen wir uns doch den Aberglauben mal an. Ja? Hier die Gefahr. Ich nehme jetzt mal nur die Kriegstreiberei. Und hiermit sage ich schon mal, unser erster, der wichtigste Aberglaube der Menschheit ist der Aberglaube an die Marktwirtschaft, an den Kapitalismus, an den Markt. Dann erzähle ich das mal ganz kurz. Nur mal jetzt die Kriegsgefahr. Der erste Frühhändler der Evolution sagt die Wahrheit und sagt, ja, eine Gruppe hat die andere abends besucht und das war ein rauschendes Fest der Liebe. Das ist die Wahrheit. Der tausendste Frühhändler der Evolution, irrt sich, denn nach dem Naturgesetz von Mutation und Selektion muss es Händler geben, die sich irren. Zwangsläufig, das sagt uns die Naturwissenschaft, Naturgesetz. Ja, und er zum Beispiel übersetzt falsch. Er hat Übersetzungsprobleme und er sagt, eine Kommune hat die andere nachts überfallen und heimgesucht, nicht besucht, sondern heimgesucht, und es war ein Blutbad. Ja? So, was passiert in den Zuhörern? Sie kriegen Angst, kaufen ihm seine Steinäxte rasend viel ab.
Er kann hier zwei Kinder ernähren, drei Enkel, zwei Urenkel und eine Großfamilie der Waffenhändler begründen. Und der hier kann nichts verkaufen, nicht übermäßig viel Steinäxte verkaufen und wird von dem dann auskonkurriert und muss seinen Laden, der Urenkel muss seinen Laden dann schließen. Also hiermit ist bewiesen, Marktwirtschaft, das ist naturwissenschaftlich bewiesen, muss uns bald wieder einen Krieg bringen, denn die Waffenindustrie braucht einen Umsatz. Diese gewinnbringenden Irrtümer, dass der Mensch kriegerisch sei und dass Überfälle und so weiter und ja, das wird auch bald wieder Umsatz bringen. Saddam Hussein Umsatz, sozusagen Gaddafi Umsatz. Nordamerikanische Indianer abschlachten, südamerikanische Indianer abschlachten durch Europa, alles Umsatz. Ja, und vielleicht werden wir bald, also Europäer, dann bald von China oder USA oder was auch immer abgeschlachtet, weil einfach mal wieder die Waffenindustrie auch ja Umsatz braucht, ne? So, das heißt, Marktwirtschaft ist hiermit als die größte Gefahr der Menschheit belegt. Jetzt mache ich nur mal ein Beispiel noch. Ich könnte jetzt hier stundenlang fortfahren und die Lebensgefährlichkeit der Marktwirtschaft beweisen. In den 500 Sendungen, heute ist die 500. Nummer, sozusagen, ist das tausendmal bewiesen worden und so weiter. So, dann haben wir hier nur das Beispiel, der erste Früharzt und Frühhändler sagt dann auch und sagt, ach, ist ja toll, dass ihr alle so kommunistisch, bonobo-kommunistisch liebevoll miteinander umgeht und so weiter und nur naturbelassene Nahrung esst, das ist herrlich mit anzuschauen, macht nur weiter so, dann braucht ihr mich als Frühharzt gar nicht. Das ist, und dann habt ihr auch starke Immunsysteme gegen alle möglichen Kleinstlebewesen, also die man später dann Viren und Bakterien nennt. Und dieser Frühharzt, das ist wieder der, der sich irrt nach dem Naturgesetz. Und jetzt wird der eben wieder sozusagen irrt sich und sein Irrtum wird sich wieder als gewinnbringender Irrtum ausbreiten unter Bedingungen des Marktes und uns alle einer Gehirnwäsche unterziehen. Der sagt, ach nee, ist das eklig, dass ihr alle da so schmust, außerdem werdet ihr davon krank und ja, die ganzen kleinen Tierchen transportiert ihr damit und so Viren und Bakterien, wie sie später genannt werden. Und außerdem könnt ihr ganz problemlos die ganze denaturierte Nahrung essen, die ist genauso gesund wie alles andere. Euch fehlen nur meine Impfungen, Tests, Bestrahlung, Chemotherapien und Operationen, müsst ihr möglichst viel kaufen, dann könnt ihr gesund leben. Die Leute glauben den Irrtum, unterdrücken ihr Liebesleben, werden unglücklich, kaufsüchtig, konsumsüchtig, reisen jetzt wieder an den Ballermann und so weiter. Ja, die Konsumsucht, die Reisekonsumsucht und alles und zerstören dabei die Erde und so weiter. Ja. Also hiermit ist bewiesen, die Marktwirtschaft ist der Kriegstreiber schlechthin und die Marktwirtschaft ist sozusagen der Glücksräuber schlechthin und der Lebensqualitätszerstörer. Und wie gesagt, ich könnte jetzt so stundenlang weitermachen, zu erläutern, dass die Marktwirtschaft immer Irrtümer als gewinnbringende Irrtümer breiten sich aus mit dem wirtschaftlichen Erfolg und dem Karriereerfolg. Auch in Behörden ist das Gleiche, da würde man sie eher als karrierefördernde Irrtümer bezeichnen, also in dem Sinne gewinnbringende Irrtümer. Und damit ist naturwissenschaftlich bewiesen, dass der größte Aberglaube, nämlich der Glaube an die Marktwirtschaft, widerlegt ist, sozusagen. Ja? Und also deswegen die Frage, Sie glauben an die Marktwirtschaft? Ja? Danach ist alles, was folgt, irrational. Ja? Daraus folgt dann der Glaube an die kapitalistische Pharma- und Medizinindustrie und das leitet dann die Regierungen und zu den gewinnbringenden Irrtümern gehört immer,
dass Viren und Bakterien natürlich immer Killer sind, weil nämlich danach dann mehr Behandlung verkaufbar ist. Wenn ich als Arzt fest überzeugt bin und von der Wahrheit überzeugt bin, dass jeder Virus und jede Bakterie die Eigenschaften eines Killervirus haben dürfte, wenn ich davon überzeugt bin, kann ich immer mehr Maßnahmen und mehr Sachen verkaufen, ne? Und wenn sich Regierungen aufgrund des Aberglaubens an die marktwirtschaftliche Medizin davon leiten lassen, dann haben wir eben einen Corona-Lockdown, der am Ende vom Untersuchungsausschuss der FDP landen dürfte, ne? Ja, und deswegen gehen wir jetzt mal durch. Also hier nochmal unser schönes Tagesbild. Und ich krieg nochmal einen schönen Schluck Wasser. Und ja. Ja, und dann widmen wir uns zu einigen der Namen. Die Namen, die ich jetzt dann wieder nenne als die für uns gefährlichen Menschen mit gefährlichen Ideen sozusagen, kriegsfördernden Ideen und so weiter, die sind jetzt nicht die schlimmsten sozusagen, sondern sind die, die noch am ehesten der Rede wert sind, also die der Erwähnung wert sind. Alles andere, was ich nicht erwähne, ist dann aus meiner Sicht noch tausendmal schlimmer abergläubisch als diese, ja? Ja, ganz generell sage ich vorab schon mal, zum Beispiel, ich werde ja gleich über Verschwörungstheoretiker reden, ja, aber das Ablenken von der Marktwirtschaft als Ursache allen Bösens, als einzige böse Sache der Erde, ja? Das ist eben das Schlimme an der Verschwörungstheorie. Immer wird abgelenkt auf vermeintlich böse Menschen bis Außerirdische. Und dadurch lenkt diese ganze Verschwörungsszene, also ein riesiger Teil des Internets, lenkt also ab von der Kritik an der Marktwirtschaft, sozusagen, indem sie irgendwelche bösen Menschen bis außerirdische Reptiloiden verantwortlich machen für das Böse in der Welt. Dabei ist einzig und alleine die Marktwirtschaft, der Kapitalismus für das Böse verantwortlich in der Welt. So, und jetzt gehe ich mal auf unsere Namen. Ne? Das gehen wir jetzt doch mal hin hier. So, schauen wir uns doch mal die Liste an. Also wie gesagt, das Gefährlichste und das uns am schnellsten eventuell in Kriege treiben könnende ist die bürgerliche Revolution, die Atlas-Initiative des Dr. Markus Krall. Aber wieder nicht, weil er es bös meint. Er verschwört sich nicht gegen uns, liebe Verschwörungstheoretiker, Attila Hildmann, Xavier Naidoo, KenFM und all die anderen. Das ist keine Verschwörung, sondern er irrt sich einfach nur. Menschen irren sich und treiben uns damit in die Kriege. Ja, denn wenn wir jetzt noch mehr der freien Marktwirtschaft bekommen, bekommen wir auch noch schneller den nächsten Krieg, in dem wir abgeschlachtet werden, auch wieder. Ja, diese Illusion zu denken, wir hätten den Krieg überwunden, nur weil wir mal ein paar Jahrzehnte nicht selber abgeschlachtet wurden in Massen, das ist eine Illusion. Die Marktwirtschaft, der Kapitalismus hat nichts von seiner kriegstreiberischen Kraft verloren. Er muss ja nur ab und zu mal zwischendurch Luft holen, bevor er wieder alles in Schutt und Asche legt, ne? So. Dann genauso annähernd gefährlich ist, obwohl er ja ganz viel Vernünftiges sagt, Hans-Werner Sinn. Wir sind ja, wir, die Next Scientist for Future.de, vertreten ja die neue, echte, neue
die neue echt naturwissenschaftliche Volkswirtschaftslehre und, und stimmen natürlich in ganz vielen Einzelpunkten mit Professor Hans-Werner Sinn überein. Aber eben in seinem Aberglauben an die Marktwirtschaft ist er ja fast schon so gefährlich wie Markus Krall. Und das gilt natürlich auch für den Rat der Wirtschaftsweisen zum Beispiel und so weiter. Ja, das sind eben alles abergläubische Instanzen. Und leider teilt eben im Wesen sogar Christian Felber von der Gemeinwohlökonomie auch noch diesen Aberglauben, denn er erkennt nicht, dass eben mit seiner Gemeinwohlbilanz das Problem krankmachender Ernährungsindustrie überhaupt nicht gelöst ist. Es ist überhaupt nicht das Problem gelöst der Kriegstreiberei. Es ist überhaupt nicht das Problem gelöst, sozusagen der. Das ist für mich das Entscheidende. Ich habe ja eben gesagt, wie die Lebenslust reduziert wurde, wie die Sexualität unterdrückt wurde. Ja, wir sind ja hier. Die ganze Welt ist in einer totalen sexuellen Unterdrückung, ja. Das heißt, wenn man das vergleicht mit den Bonobos, die 12 Mal am Tag Sex haben, jeder mit jedem in der Kommune, wobei nur die Männer ein bisschen weniger Körper aus genetischen Gründen etwas weniger Sex miteinander haben oder Körpererotik miteinander haben, aber alle anderen, die Frauen miteinander haben, munter jeden Tag 12 Mal am Tag Sex. So mit den Frauen und mit den Männern und so weiter. Ja, und und es spricht einiges dafür, dass wir die Genetik für den Bonobo-Kommunismus haben und dass wir die auch in den letzten 400.000 Jahren nicht grundsätzlich verloren haben. Es gibt keine Hinweise darauf, dass unser gesamter Körper umgebaut worden wurde von einem Bonobo-ähnlichen Körper. Bis auf den Fellverlust natürlich, zu einem grundsätzlich anderen Körper sozusagen. Ja, ja und Sarah Wagenknecht, ja, das ist eben für uns total gefährlich, weil es so ein bisschen, also Sarah Wagenknecht, Kevin Kühnert, Enteignung, Rainer Mausfeld, ja, all diese sozusagen Karl Marx, ja, könnte man sagen, inspirierten Denksysteme gehen von dem Irrtum aus, alles wäre gut in der Welt. Ja, wenn wir einfach nur mehr Geld von den Reichen zu den Ärmeren verschieben. Dabei ist Geld in Wirklichkeit völlig unwichtig. Ja, also die Kriegstreiberei kommt eben aus der Marktwirtschaft an sich und die Glückszerstörung kommt aus der Marktwirtschaft an sich und nicht aus irgendwelchen Geldfragen heraus. Ja. Und das hat ja auch Professor Hans-Werner Sinn erkannt. Wir treiben damit nur, je mehr wir also quasi Karl Marx folgen, der ja letztendlich hat er ja nur zwei Dinge gesagt. Karl Marx hat gesagt, ab jetzt beleidigen wir alle fähigen Unternehmer, die Arbeitsplätze schaffen und uns deswegen volkswirtschaftlichen Reichtum bringen. Die beleidigen wir ab jetzt als Ausbeuter bzw. als Mehrwertabschöpfer, als böse Mehrwertabschöpfer. Ne? Also er hat ein schönes Feindbild geschaffen und damit eine Spaltung in der Gesellschaft hervorgerufen. Und mehr hat er nicht getan und wie gesagt, die wahren Probleme der Marktwirtschaft und des Kapitalismus hat er überhaupt nicht erahnt. Ja? Ja, und dann Schluck Wasser. Also letztendlich mit dieser Karl-Marx'schen Spielerei treiben wir einfach nur die fähigen Unternehmer aus dem Land und machen Europa noch schneller kaputt, als wir es sowieso schon alle tun. Ne? Und ja, dann haben wir hier ja Nico Pechte, Degrowth, Postwachstum, ja.
Diese Ideen sind auch gefährlich, weil er die Illusion erzeugt, man könne mit Genügsamkeit, mit, ja, da gibt es ein Fremdwort dafür, ja, letztendlich könnte man mit einer Genügsamkeitsaufforderung die Welt retten. Das ist natürlich alles eine Illusion. Die Menschen sind konsumsüchtig. Jetzt rennen sie wieder alle nach Mallorca in der Hoffnung, da vielleicht doch ein bisschen Ballermann-Feeling dann mitkriegen zu können und so weiter. Weil sozusagen die Konsumsüchtige abzuhalten, ja, was habe ich gerade gehört in der Heute-Sendung, ja, die Leute freuen sich, dass sie wieder in die ganze Welt fliegen können und so weiter, ja, also die Konsumsüchtige sozusagen durch eine Genügsamkeitsaufforderung, Appell sozusagen, zu irgendwas bewegen zu können, das ist gefährlich, weil es uns wieder ablenkt, davon uns mit der Wahrheit zu beschäftigen, dass wir ohne die sanfte, naturwissenschaftlich fundierte Beendigung von Marktwirtschaft und Kapitalismus als Menschheit keine Chance haben, ne? Das aus dem Elend jemals rauszukommen. Ja, dann haben wir hier, was haben wir hier für Namen noch? Fridays for Future, Greta Thunberg, Luisa Neubauer, Carla Rebensma, Extinction Rebellion, ja, die bringen alle noch eine zusätzliche Gefahr mit sich, ne? Dass man das genau genommen hier wird versucht, eine Umverteilung von der ersten Welt in die dritte Welt das Wort zu reden. Also es ist quasi letztendlich ein Druckversuch zu machen, quasi, ja, schwächt ihr, liebe erste Welt, schwächt ihr bitte eure Wirtschaft und macht ihr den Vorreiter beim Klimaschutz und bei der CO2-Reduktion, gebt dafür viel eures Reichtums aus, während die dritte Welt weiterhin munter CO2 ausstoßen darf, kostenlos sozusagen. Und dadurch wird die dritte Welt zur ersten Welt und die erste Welt zur zweiten Welt sozusagen. Ja? Und diese Tendenz, die stammt aus der falschen Vorstellung, weil man den Bonobo-Kommunismus nicht richtig versteht und nicht versteht, dass auch für jeden Bonobo oder auch für jeden Homo erectus vor 400.000 Jahren sozusagen in seinem Bonobo-Kommunismus letztendlich die Welt nur aus einem Umkreis von maximal vielleicht 200, 300 Kilometern besteht. Da sind die Freunde, da sind die Verwandten, da ist die, sind die geliebten Mitmenschen und alles, was danach ist, interessierte auch schon damals den Homo erectus, so wie wenn ein Sack Reis in China umfällt. Das heißt also, nur wir können den Vorreiter beim Klimaschutz machen. Die Next Scientists for Future haben ja den Kohlestopp 2026 und den 900 Milliarden Euro 7-Jahre-Plan fürs Klima angeboten. Ja, aber weil sie genau wissen, dass sie durch ihre 20 Reformen ein riesiges Wirtschaftswunder in Deutschland und dann viel größer noch in Europa erzeugen können und dadurch sozusagen Deutschland das reichste Land der Erde wird und aus diesem Reichtum heraus kann man zum Beispiel jetzt auch eben einen Teil davon fürs Wirtschaftswunder nach Corona verwenden und man kann den Rest verwenden, um den Kohlestopp 26 voll finanziert zu machen und dann hätte man ein Vorbild für die Welt und die ganze Welt würde sagen, ja, wir wollen jetzt als Nächster dran sein und von den Next Scientists for Future beraten werden, angeleitet werden, wie wir das auch hinkriegen, diese hochkomplizierte Transformation unserer Gesellschaft und dann wollen wir auch und dann kriegen wir eine weltweite Lösung, ja, und dann kriegen wir auch ganz schnell, weil dann die Länder alle reicher werden, können wir alle ein sofortiges weltweites einen weltweiten Emissionshandel begründen, der alles außer dem Ausatmen von Menschen ganz teuer bezahlt, also bepreist und bezahlen muss.
Aber ohne die Next Scientist for Future ist das alles Illusion und letztendlich ist alles, was diese ganzen Leute hier machen, Fridays for Future bis Extinction Rebellion, Ende Gelände und so weiter, ist einfach nur Europazerstörung. Also erste Weltzerstörung, denn die USA wäre dann auch zerstört und so weiter. Und das ist deswegen einfach für uns gefährlich, ja, in dieser Form, ne? Ja? Ach so, ich gehe noch mal ganz kurz zurück zwischendurch, denn hier, ja, eine von den 20 Reformen wäre ja zum Beispiel die Einführung einer Wohlfühlstimme als neue Wahlstimme und die lenkt dann die ganze Wirtschaft in Richtung Umweltschutz, denn nur saubere Umwelt, in der sauberen Umwelt gibt der Mensch gute Wohlfühlstimmen ab, die Gesundheitsdaten werden besser und so weiter. Und so würde dann also die gesamte, der Ausstieg aus der Marktwirtschaft würde uns sozusagen eine umweltreparierende Wirtschaftslandschaft liefern. Und damit haben wir also alles gelöst. Aber wenn man nicht dieses Wirtschaftswunder, Angebot der Next Scientist for Future.de nicht annimmt, ja, dann ist alles, was da gefordert wird, einfach schädlich für die erste Welt, für Europa und für Deutschland. Ne? Ja. Und dann sogar das bhutanische Bruttonationalglück ist eine schädliche Konzeption, eine für uns gefährliche Konzeption, weil es die Vorstellung ist, man müsse nur das Wohlbefinden der Bevölkerung, das Wohlfühlen messen, aber nichts damit machen. Natürlich muss man alle Gewinne davon abhängig machen. Natürlich muss man hier ja alle die Verdienstzuschläge jedes Arztes müssen abhängig sein von der Entwicklung meiner Wohlfühlstimme und meiner Gesundheitsdaten und so weiter. Und die Verdienstzuschläge meines Supermarktleiters, meiner Supermarktleiter, bei denen ich am häufigsten einkaufen gehe, müssen natürlich von der Entwicklung meiner Wohlfühlstimme und meiner Gesundheitsdaten abhängig gemacht werden, sodass also alle ein Interesse an einer gesunden Kundschaft und einer gesunden Umwelt und einer gesunden Landwirtschaft, an einer hier steht's, wo ist es, ja, steht nicht drauf, weil wir es ja nicht kritisieren. Permakultur und Cradle to Cradle Welt und so weiter. Ja, also das heißt, aber dieses Konzept an sich nur Bruttonationalglück zu messen, aber nichts daraus zu machen und daraus die Belohnung in der Wirtschaft nicht davon abhängig zu machen, ist auch wieder nur ein schädliches Konzept. Und bei Gradido als neues Geld gilt wohl auch diese Totalzerstörung der deutschen und europäischen Wirtschaft. Also das ist auch sozusagen ähnelt wieder so ein bisschen Sarah Wagenknecht, so dieses Umverteilungsidee, das treibt uns einfach nur wieder fähige Unternehmer und fähige Menschen aus dem Lande heraus, hat so eine Enteignungstendenz und Umverteilungstendenz im Sinne Enteignung. Tendenz im Sinne von Kevin Kühnert, ja. Ja, und jetzt dann sozusagen gehen wir mal auf die Verschwörungstheoretiker. Ach so, übrigens Scientist for Future natürlich genauso gehört, genauso zu diesen Irrtumswelten von Fridays for Future dazu. Ja, und schlimm, dass sie dann auch noch die Unverschämtheit besessen haben, sozusagen die Next Scientist for Future zu beleidigen und zu diskriminieren. Schrecklich, dass es sowas gibt. Aber das geht ja allein von Gregor Hagedorn aus, der da in einer Wahnvorstellung ist, als sei hätte er das Monopol auf Wissenschaft der Welt und er würde jetzt die Wissenschaft und die Wahrheit verwalten, alleinig. Ne? Ja gut, dann haben wir hier eigentlich müsste man eine Strafanzeige gegen solche Leute machen, aber na gut, das ist soll egal sein.
Dann, also, warum sind die Ideen all dieser Verschwörungstheoretiker, von denen ja noch Ken FM, Attila Hildmann, Xavier Naidoo noch die harmlosesten sind, sozusagen? Was ist das Gefährliche? Ich habe es schon gesagt, ich wiederhole es nur einmal ganz kurz. In dem Moment, wo immer böse Menschen statt der bösen Marktwirtschaft sozusagen im Fokus sind, hält die ganze verschwörungstheoretische Geschichte uns davon ab, uns mit dem richtigen Thema zu beschäftigen. Und deswegen ist es alles unheimlich gefährlich für uns, ja? Und vor allem führt es zu Hass gegen Menschen und zur Spaltung der Gesellschaft und so weiter. Und ist eigentlich genauso wie diese Karl-Marx'sche Hass auf andere Menschen, ist es auch so ein Spaltungsversuch. Schließlich waren die Juden auch reiche Menschen und diese Hetze auf die Juden war ja auch von Neid getrieben, wie Professor Hans-Werner Sinn richtig sagt. Und es ging um eben auch eben, man hat einfach die Juden beraubt, ja, so wie man in jeder gewaltsamen Revolution immer andere Menschen beraubt und selber dann zum reichen Diktator wird, der dann seine eigene Bevölkerung anfängt abzuschlachten, ne? Wenn die nicht so zufrieden ist mit den neuen Herrschern, ne? Ja, und dann haben wir zum Schluss noch das bedingungslose Grundeinkommen, das also den Grundfehler, also der Grundfehler aller Linksradikalität ist ja die Illusion. Ich gehe da kurz mal drauf ein. Hier, wo haben wir's? Die gefährlichste Illusion ist ja ab. Die ist ja immer sozusagen die gefährlichste Illusion ist ja der Aberglaube, der antinaturwissenschaftliche Aberglaube, dass alle Menschen gleich seien, alle Menschen Genies seien, wenn sie nur alle die gleiche Bildung bekämen und so weiter. In Wirklichkeit erzeugt die Evolution notwendigerweise und unser Genom notwendigerweise Ungleichheit, ja. Und deswegen haben wir hier sehr kluge Menschen, die wir dringend brauchen und von denen wir dringend Kinder brauchen. Und hier sehr dumme Menschen und so weiter. Und hier mitteldumme Menschen, ja. Und das heißt also, das bedingungslose Grundeinkommen wäre ein riesiges Kindergeld, das besonders hier die dummen Menschen dazu veranlassen würde, Massen an Kindern in die Welt zu setzen. Und dann wäre Europa noch 10-mal schneller total zerstört, weil wir dann einen riesigen Bauch an Mühlstein an leistungsunfähigen Menschen mitschleppen müssten und finanzieren müssten. Die Klügsten des Landes würden sich weigern, diese Finanzierung weiter zu betreiben, würden Europa verlassen und in andere Teile der Welt gehen, sozusagen. Und wir können gerne diskutieren über ein winziges bedingungsloses Grundeinkommen. Diese Idee ist bei den Next Scientists for Future noch nicht ganz tot, aber jegliche, also Geld für Kinder darf es gar nicht geben. Kindergeld müsste abgeschafft werden, denn was wir brauchen, ist zum Beispiel eine grundsätzlich niedrigere Steuerbesteuerung von Frauen, um um den Schwangerschaftsrisikonachteil auszugleichen. Und wir brauchen eine totale Steuersenkung und fürstliche Geldausgaben, damit Frauen, Karrierefrauen mit ihren Babys an der Arbeit glücklich werden, in Betriebskindergärten, mit Kindersekretärinnen und so weiter. Ich habe es alles schon tausendmal erzählt, werde es jetzt nicht wiederholen, aber das brauchen wir ja, und vielleicht tut uns auch gut, wenn wir aus aller Welt die fähigsten Milliardärskönige, Unternehmer, die fähigsten Fachkräfte aus aller Welt bekommen, damit wir genetisch ein bisschen befruchtet sind, denn da werden denn wenn die sich wirklich dann hundertprozentig einfügen und sich total völlig durchmischen mit der Ursprungsbevölkerung Europas, dann ist das bestimmt eine wertvolle Befruchtung, wobei es für die Menschen aus aller Welt selbst nicht sehr positiv ist, denn wenn wir das hier nochmal als die Erde betrachten, mit dem
Äquator, ja, also wenn ein Mensch vom Äquator, der also darauf geeicht ist, auf die Sonneneinstrahlung vom Äquator, dann umzieht in einen sonnenarmen nordischen Staat, ja, zum Beispiel nach Finnland oder so, dann wird er kränklich werden. Das ist zwar vielleicht ganz gut für die genetische Befruchtung Finnlands und auch seine Fachkraft und so weiter ist gern gesehen in Finnland, aber für ihn selbst ist es wahrscheinlich ein Gesundheitsrisiko, denn und sein Körper ist nun mal in allen Dingen genetisch angepasst für diese äquatoriale Situation und in der Südpolnähe und in der Nordpolnähe wird er wahrscheinlicher krank als vorher. Also deswegen ist die Idee überhaupt von Migration wahrscheinlich eine ganz kranke Idee grundsätzlich. Ja, und wahrscheinlich müssen wir auch aber mit den 500 Milliarden pro Jahr Wirtschaftswunder können wir natürlich den Menschen auch helfen, wieder in ihren Sonnenbereich sozusagen der Erde wieder zurückzusiedeln und so weiter. Ja, da können wir ja großzügig unterstützen, denn wir selbst hatten ja Schuld dran. Wir haben ja die Leute damals mit dem als Gastarbeiter gelockt, ihre für sie gesunde Heimat zu verlassen und in die für sie ungesunde Welt zu ziehen, sozusagen. Ja. Ja, also um da nochmal also wieder zurückzukommen, ich glaube, ich habe damit alles, also ein großes bedingungsloses Grundeinkommen ist, also das ist jetzt wissenschaftlich klar bei den Next Scientist for Future.de, ist garantiert schädlich, weil es ein riesiges Kindergeld bedeuten würde und eine Kinderschwemme der Leistungsschwachen bedeuten würde und das würde Europa rasend schnell ruinieren, ja. Generell ist so schon jedes Kindergeld ein grundsätzlicher Fehler, ja. Aber besser ist eben die Steuersenkung, die drastische Steuersenkung ab dem Moment des Babybekommens für die Frauen, ja, sodass dann also sozusagen unsere Karrierefrauen endlich wieder Kinder bekommen, ja. Und ja. So, und dann, ja, das war's also. Deswegen, ja, leider ist also quasi, sind die Ideen all dieser Menschen für uns alle total gefährlich. Ja, alle gefährlich hier für uns. Und ja, und das war's soweit. Ja, also ich bringe noch mal unser Tagesbild rein, ja. Denn all dieser Aberglaube an die Marktwirtschaft hat uns die Corona-Panikdemie gebracht, weil eben grundsätzlich jeder Mediziner angefüllt ist mit gewinnbringenden Irrtümern und nur ganz wenige edle Mediziner sich davon distanzieren konnten und so weiter. Aber der Mainstream aller Mediziner und die Regierung ist halt dem Mainstream der Medizin gefolgt, ist halt voll von diesen gewinnbringenden Irrtümern, die da heißen, ja, ach, alle Viren und Bakterien sind schreckliche Killer und ich verkaufe euch was dagegen. Na? Und das ist eigentlich alles, was dahinter steckt. Und all das andere, wie gesagt, sind dann Verschwörungstheorien. Es ist die Marktwirtschaft, die uns die Schweinegrippe gebracht hat, die uns jetzt die Corona-Panikdemie gebracht hat und die uns bald die Elefantengrippe bringen wird und dann die Giraffengrippe oder was auch immer. Also, das wird immer wieder kommen. Ja, so viel zur jetzigen wissenschaftlichen Tagesschau heute. Das war's für jetzt. Tschüssi, bis bald.